Ahoi, liebe Campernation, liebe Campingfreunde. Willkommen beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, es wird Zeit für einen Jahresrückblick. Das habt ihr ja schon gesehen. Das gibt es jetzt. Und zwar nach unserem Intro. Es neigt sich das Jahr zu Ende. Wir stehen kurz vor Weihnachten und ja, da wird es Zeit, doch mal einen Jahresrückblick zu machen. Wir spoilern als erstes, ja, wir haben unseren Schwatten, denn wir sitzen tatsächlich in unserem schwarzen Fahrzeug. Korrekt. Ja, sieht man jetzt nicht, weil man sagt, wo ist denn jetzt der Unterschied zum anderen? Ja, von vorne her sieht man auch nichts, ist tatsächlich da einiges gemacht worden. Aber darum soll es nicht in diesem Video gehen. Wir wollen das Thema Malibu mal in diesem Jahresrückblick ganz zur Seite schieben, weil wir wollen auf viele schöne Dinge zurückdenken. Da hat der alte, unser Kuwi, was mit zu tun, aber wir wollen darüber nicht sprechen. Und anfangen tun wir sage und schreibe mit einem wunderschönen Winter. Ja, bei Winter kann man natürlich erstmal sagen, Winter dieses Jahr oder Anfang des Jahres, da war doch Corona, richtig? Oh ja, ist nicht schon wieder Corona? Aber da war richtig Corona. Da war richtig Lockdown und so weiter. Aber wir hatten das gute und das tolle Glück, dass meine Eltern mit ihrem Fahrzeug unterwegs waren und wir haben halt einen Campingplatz gefunden, der noch auf hat, also sprich der als Saisonstellplatz genutzt werden konnte. Naja, und da haben wir im Prinzip uns mit eingeklinkt und haben im Endeffekt auch dort sind ja mit angemeldet worden. Und da hatten wir wirklich schöne, schneereiche Tage, nämlich in unserem wunderschönen Harz hier in ja, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, wo überall ist der Harz, ne? Thüringen, und dann haben wir eigentlich alle drei Länder benannt. Genau, ja, auch nicht zu verfehlen, genau, richtig. Also, das war auf jeden Fall schon richtig toll. Wir blenden immer euch für mal so ein paar Szenen dazu ein, damit ihr auch nochmal sehen könnt, wie es so gewesen ist. Und ja, auf jeden Fall war das schon schön, ne? Ja, gerade das, was ihr jetzt seht, das ist ja wirklich hammermäßig, wie viel Schnee da lag und dieser Campingplatz. Und wir haben es euch ja in einem Video gesagt, Anfang des Jahres, Camping zu Corona-Zeiten. Ja, das war wirklich eine gute Möglichkeit. Es neigt sich ja langsam schon wieder so hin, als könnte das schon wieder so kommen. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, sucht euch Stellplätze, die offen sind. Vielleicht macht auch mal eine Saison, eine Wintersaison, auch wenn jetzt schon zwei Monate vielleicht rum sind oder drei Monate. Ihr werdet es genießen, weil wir waren so froh. Wir waren Januar, Februar, März, wir waren immer im Harz. Halt mit unserem Bulli noch. Ja, aber war auch schön. Und das war so toll, weil wir einfach das genießen konnten. Und wie gesagt, die Bilder, glaube ich, sprechen für sich. Corona ist noch nicht ganz vorbei. Da war schon Ostern. Hi, hi, ti, tai. Nee. Ich lasse es halt mit rein, macht keinen Sinn. Aber es war Ostern und das war dann die letzte Reise mit unserem Bulli. Nach wirklich über 3,5 Jahren haben wir wunderschöne Zeiten. Wie gesagt, Norwegen-Reise können wir immer wieder zurückerinnern. Wir waren in der Schweiz im Winter, also minus 11 Grad. Wir hatten Spaß da drinnen. Wir haben geduscht draußen bei minus 2 Grad. Auch das ging mit dem Bulli. Jo. Es war zwar sehr kalt, aber es war halt... es ging halt. Es war wunderschön. Aber Ende April, nee, stimmt gar nicht, Anfang April zu Ostern war die letzte Reise, weil wir dann unseren Kastenwagen, unser Übergangskastenwagen ja bekommen haben. Ein sehr schönes Fahrzeug. Ja, und damit haben wir wirklich viele schöne Reisen gemacht. Wie gesagt, wir erinnern uns wirklich an den Bulli, unter anderem, weil wir dort auch Leute getroffen haben oder die haben uns angesprochen, die haben uns erkannt, nachdem wir irgendwie mit den Kameras umhergefriemelt haben. Scheiße, die kennen wir doch irgendwo und da gehen auch wirklich ganz liebe Grüße raus. Und wenn ihr uns seht und ihr meint, sag mal, die kennen wir doch, sprecht uns ruhig an. Wir beißen nicht. Nein. Also in keinster Weise, auch selbst wenn ihr es wollt, nein, wir beißen nicht. Und wie gesagt, sprecht uns an, wir quatschen gerne drüber. Und ja, das war so Ostern und dann ging eigentlich schon die erste große Tour. Knapp anderthalb Wochen waren wir unterwegs mit unserem Kuwi. Ja, und wo es dahin ging, Stefan, das erzählst du uns jetzt gleich, ne? Genau. Ja, gestartet haben wir wieder nach dem
ja, offiziellen Lockdown. Und zwar in Richtung Norden sind wir gefahren, in Richtung Ostsee als allererstes. Und dort haben wir echt schöne Reisen erlebt. Also es war halt schon noch alles, ja, wie soll ich sagen, jeder war fiebrig, jeder wollte los. Auch hier wieder ein paar Bilder natürlich dazu. Jeder war halt dann auch wieder unterwegs. Und ja, da haben wir auf jeden Fall einige schöne Tage in Richtung Norden verbracht. Aber nicht nur der Norden war für uns natürlich interessant, sondern wir sind dann natürlich nochmal in Richtung Westen gefahren. Nämlich in unser geliebtes Ahrtal. Ja, was wir natürlich so lieben, was dieses Jahr leider einen großen Schlag bekommen hat. Ja. Das ist natürlich schon echt eine bittere Sache dran da gewesen und in diesem Sinne auf jeden Fall auch nochmal, denkt immer noch an das Ahrtal. Wir haben immer noch Spendenkonten, die offen sind sozusagen und die blenden wir auch nochmal ein, dass dort immer noch Gelder zusammenkommen, denn es wird immer wieder noch Gelder gebraucht und auch Unterstützung gebraucht. Also wenn ihr da was unterstützen könnt, dann auf jeden Fall da mal mit an die Leute denken. Gerade jetzt auch, es ist Weihnachten und so weiter und man muss halt sagen, dass sicherlich noch nicht alle wieder so in den Häusern sowieso nicht, aber so klar sind, wie sie halt vielleicht letztes Jahr waren. Ja, unter anderem im Ahrtal haben wir ja dann auch mal ausgetestet, so ein Kastenwagen, geht das denn zu dritt? Richtig. Es geht tatsächlich zu dritt, das war absolut kein Problem. Ja, und das kann man wirklich empfehlen. Also, wie gesagt, man muss sich vorstellen, es waren dann drei Kerle hier. Das Bett konnte man hier vorne ausbauen. Das war ja noch eine andere Lösung, als eigentlich es offiziell gehört. Wir spoilern schon mal, wenn das richtige Bett eingebaut ist, läuft es noch viel besser. Ja, Das definitiv. können wir auf jeden Fall sagen. Ja, das war auf jeden Fall das wunderbare Ahrtal. Stefan hat es gesagt, die Adresse blenden wir. Ich glaube, ist die ganze Zeit ja schon eingeblendet. Also wirklich, spendet ruhig. Jeder Euro zählt da. Sie werden über Jahre hingehen. Wie hat Olli von Auchel, das ist ja unser Weingut, wo wir immer wieder hinterher so gerne gesagt, jetzt in den Rebenzeit, also im Herbst. Es ist wunderschön, man darf bloß nicht auf die andere Seite gucken, weil da sieht man halt, was alles kaputt gegangen ist. Und ja, wir können nur appellieren, wir selber werden selbst auch nochmal zu Weihnachten auch eine kleine Spende darüber geben. Ja. Haben das schon im Juli getan, wo es soweit war. Aber wir konnten wenigstens eins sagen, wir konnten unser Kamerakindchen, der Dorsten, den konnten wir wenigstens das Ahrtal so zeigen, wie es war. Wie wir es kannten, wie es vorher war, ne? Und jetzt Genau. gibt es halt ein neues Ahrtal. Genau, und die Leute brauchen natürlich auch eure Unterstützung, nicht nur in Spenden und so weiter, sondern es soll natürlich auch weiter vorangehen, nämlich der Tourismus muss ja auch laufen. Also wenn ihr mal Lust habt oder so, dann guckt doch einfach trotzdem einfach mal dort vorbei, denn die sind wirklich, die Weinberge, die sind traumhaft schön und an den Weinbergen ist nichts, also von daher, da gibt es keine Probleme. Viele Pensionen haben auch wieder geöffnet, also man kann schon das Ahrtal noch wieder jetzt erleben. Denn sie sind gebeutelt, nicht nur Corona, dann die große Flut und jetzt wieder Corona. Ja. Also guckt bitte, wenn wirklich. Nicht Gaffertourismus, das brauchen sie nicht. Vielleicht eine anpackende Hand, wenn ihr das möchtet. Aber Allgemeintourismus wird benötigt. Und so viel zum Thema Ahrtal, weil das ist wirklich, uns eine Herzensangelegenheit, darüber nochmal zu sprechen. Genau. Und jetzt machen wir ein bisschen Sommerurlaub. Richtig. Ja, der Sommerurlaub, der war dies Jahr auch anders als geplant, denn wir waren noch nicht vollständig geimpft. Wir waren nur hatten nur eine Impfung intus und das war dann, oh Gott, was kann man machen, was geht? Das ist ja, geht euch allen ja so, wie war das nur? Und ja, trotzdem hatten wir eine Möglichkeit. Wir sind einfach in die Schweiz gefahren, hatten wunderschöne Zeit. Wir haben die ja die Grand Tour de Switzerland, Stefano Macello Tour, haben wir euch ja gezeigt. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Wir tun das bestimmt, wenn der Lockdown stark kommt und wir gar nicht mehr reisen können. Dann schauen wir uns das an, war richtig toll. Dann natürlich haben wir Iris und Uwe von Iris und Uwes Womo-Welt Ganz liebe Grüße wieder an dieser getroffen. Zeit, Und an dieser Stelle. an dieser Stelle, genau, liebe Grüße. Und natürlich, dort haben wir Longhorns gesehen. War ein toller Abend. Man konnte sich gut austauschen. Auch natürlich unsere Situation, die wir zu dem Zeitpunkt noch hatten, haben wir auch darüber gesprochen. Nur den Spieleabend, der hat leider nicht stattgefunden, aber ein Vögelchen hat gezwitschert, das nächste Mal spielen wir, Mensch, ärger dich nicht.
Passt zu der Situation. Es passt zur Situation, war eine gute Idee, machen wir auf jeden Fall. Wir wissen bloß nicht, wie wir Uwe dazu kriegen. Denn mal gucken. Dann müssen wir mal schauen. Aber vielleicht macht er freiwillig mit, wenn es Mensch ärgerlich nicht ist. Das wissen wir nicht. Genau. Und dann haben wir, weil wir da unten gerade waren in der Region, haben wir gedacht, okay, wir fahren nach Aulendorf, wollten ja vor der Messe noch mal was schauen. Ja, und dann waren wir wirklich bei Karthago City und haben da rumgestanden. Und da standen viele Karthagos und viele, 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 viele alte Menschen, wo wir gedacht haben, wir waren die Jüngsten. Wir waren auch die Einzigsten da. Und dann auf einmal, wie aus dem Nichts, kam da ein Van rein, auch mit zwei jungen Männern. Und ja, das war der liebe Sebastian. Und der liebe Miro. An dieser Stelle auch liebe Grüße. Ganz liebe Grüße nach Linz. Genau. Das haben wir uns gemerkt. Ja. Und ja, das war so toll, dass wir die dort getroffen haben. Haben da wirklich ein Spielabend noch gemacht, haben uns wirklich lange unterhalten. Also da seht ihr, wenn ihr, weil die beiden sind auf uns zugekommen. Ja gut, wir kennen euch ja nicht. Also wenn ihr uns kennenlernen wollt, gerne. Um Gottes Willen. Kommt auf uns zu. Genau. Also wir haben immer Spiele bei, wir haben meistens Wein bei. Also es könnte dann eine lange Nacht werden. Also das seid schon mal gewiss, wenn ihr darauf Lust habt. Auf jeden Fall sind die beiden noch schuld, dass wir wohin gefahren sind. Nämlich noch nach Österreich und genauer gesagt nach Wien. Lag direkt auf dem Weg nach Hause, haben wir gedacht, fahren wir mal hin, nochmal 1200 Kilometer Umweg. Auf jeden Fall war das Beste, was wir überhaupt machen konnten, denn Wetter war so bombastisch gut. Wir hatten teilweise 36 Grad. Also und es wird noch wärm an Heizen. Genau, also es war schon sehr, sehr warm, aber es war traumhaft, diese Stadt dort zu erleben. Und wir haben wirklich schöne Tage dort gehabt und ja, definitiv, das war mega. Also Sommerurlaub, wir haben alles richtig gemacht, gerade weil in Österreich damals das war, dass man mit einer Impfung schon so gut, also da durfte man schon viel machen, das war wirklich bombenwert und deshalb sind wir auch hingefahren, weil wir da viel machen konnten. Richtig, richtig. So viel, glaube ich, zum Sommer und jetzt springen wir Herbst-Winter-Saison, denn da haben wir ja auch noch ein bisschen was erlebt und das erzählen wir euch gleich. Ja, die schöne Oktobertour, naja, erst etwas verregnerisch, also verregnet angefangen. Wir sind Richtung Hamburg gefahren, es war aber trotzdem schön. Also wir haben tolle Tage in Hamburg gehabt, oder einen Tag in Hamburg, sage ich es mal so. Eine Stunde war da nicht so ganz schön, das wollen wir aber nicht so tief in die Fäkalie gehen. Das ist nicht so schön, das Thema. Naja, wie auch immer. Und ja, dann sind wir natürlich in Richtung Cuxhaven auch gefahren, also weiter rauf. Wir haben nochmal an der Elbe gestanden, das war schön, unser Platz an der Elbe, das ist immer wieder das Tolle. Und in Cuxhaven. Oder Stopp, ich war dort davor noch. Wir waren noch in Otterndorf. Da waren wir noch in Otterndorf, genau, deswegen, das wollte ich ja gerade sagen. Also nämlich in Cuxhaven bzw. in Otterndorf, so wollte ich es sagen, haben wir natürlich auch zwei ganz liebe Leute kennengelernt, nämlich Kadi und Kai von Wohnmobilinteressen. Genau, ganz liebe Grüße auch an der Stelle. Und Instagram-Kanal ist unten eingeblendet. Genau, es war ein super schöner Abend und das werden wir auch definitiv nochmal wiederholen. Das haben wir ja schon fest gesagt, dass wir das machen. Nur eins, wir machen danach nicht Facebook wieder kaputt. Das ist beim letzten Mal ein bisschen kaputt gegangen, genau. Das machen wir nächstes Mal nicht. Genau, so ist es. Ja, und dann sind wir nächsten Tag auf jeden Fall weitergefahren und wollten nochmal die Elbfähre nutzen. Die jetzt lustigerweise gegangen ist. Lustig ist es nicht. Es ist schade drum, weil für uns war das ein Highlight und wir hoffen auch, dass es da irgendwie weitergeht mit in welchen Sinnen auch immer. Ja, da hoffe ich, dass Niedersachsen und Schleswig-Holstein ein bisschen Unterstützung kommt. Ich nehme das lustig weg, weil es war so eine tolle Fährüberfahrt, weil man hat das mal, dass man wirklich so eine Stunde über die Elbe schippert. Genau. Also das war auf jeden Fall toll. Ja, und dann sind wir in Richtung Norden weiter hochgefahren, nämlich unser schönes Schleswig-Holstein. Erstmal nach Friedrichskoog, genau. Das war schon mal toll und dann sind wir natürlich in Richtung Büsum gefahren, wo dann auch nochmal ein Campingplatz, den wir auch gefilmt haben, der folgt allerdings erst Anfang des nächsten Jahres, so im März. März. Genau. Also nicht, dass ihr jetzt im Januar wartet, da kommt noch nichts. Genau, März. Denn es ist so, dass der Campingplatz zurzeit nicht auf hat, also macht es auch keinen Sinn, das Video im Moment online zu stellen. Also von daher, aber es ist schon fertig, das kann ich dazu sagen. Und das war super schön. Das Wetter wurde immer besser und wir haben tolle Tage dort erlebt. Und danach sind wir ja nach St. Peter-Ording noch gefahren. Unser sowieso toller Ort. Ja. Da haben wir uns mit meinen Eltern noch getroffen. Super tolles Wetter. Wir haben draußen gegrillt, wir haben gegessen, Fisch noch draußen zubereitet. Also tolle Herbsttage gehabt bei viel, viel Sonnenwetter.
man kann sich da auf jeden Fall nicht beschweren. Und wie gesagt, ihr habt ja immer wieder die Bilder eingeblendet gesehen. Ja, ihr seht, wie schön es war. Also denke mal, ja, konnten wir uns nicht beschweren. Ja, und das war's eigentlich schon von unserem Reiseabschnitt. Natürlich haben wir noch ein bisschen was gemacht. Wir haben ja auch den November ein bisschen ausgenutzt. Wir waren auch nochmal in Oschersleben, also auch bei meinen Eltern da beim Endeffekt. Und das war das letzte Video, um noch kurz nochmal zu sagen. Das war nicht unser neues Fahrzeug, denn es war tatsächlich noch den Kuwi, den wir da hatten. Da war die Abschiedstour in Oschersleben haben wir noch gemacht. Wir waren in Berlin, da haben wir euch nur bei Instagram und bei Facebook. Die Verlinkungen, die kommen alle gleich beim Abschied noch dazu. Genau. Also wenn ihr uns bei Instagram folgen wollt oder bei Facebook, da seht ihr auch immer mal aktuelle Sachen. Weil nicht jeden Trip filmen wir tatsächlich, weil ein bisschen Zeit für uns muss auch sein. Es war auf jeden Fall ein sehr spannendes Jahr. Turbulent auf jeden Fall. Turbulent. Ja. Wir freuen uns aufs nächste Jahr Haken. Also Corona hat viel damit zu tun. Aber auch andere Hersteller und andere Situationen haben damit zu tun, dass wir ein sehr turbulentes Jahr hatten. Aber das soll es auch zum Jahresrückblick gewesen sein. Denn jetzt tun wir noch eins. Wir machen einen ganz, 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 ganz kleinen Ausblick auf das Jahr 2022. Was erwartet euch hier auf dem Kanal? Was erwartet uns? Das sagen wir euch jetzt. Natürlich werdet ihr im nächsten Jahr wieder Reisevlogs sehen, ihr werdet Technisches sehen, ihr werdet Stellplätze sehen, ihr werdet Campingplätze sehen, ihr werdet Fahrzeuge sehen. Was ihr nicht sehen werdet ist, wenn ihr überhaupt darauf Lust habt, das wollte ich noch dazwischen sagen. Ja, das hoffe ich doch mal, also sonst macht das ja keinen Sinn. Auf jeden Fall, was ihr nicht sehen werdet, ihr werdet Bilder von der CMT sehen, weil die ist leider wieder abgesagt. Das ist sehr schade, weil wir hätten gerne euch dort getroffen. Und die ABF ist jetzt verschoben worden, also sie findet definitiv auch nicht im Februar statt. Mal gucken, wann sie stattfindet, weil die ABF ist ja so, unsere Region ist ja Hannover. Ja. Wenn wir das hinkriegen, dann würden wir auf, zumindest auf der hinfahren, zu der dabei sein. Caravan Salon. Da hoffen wir mal, dass sie wieder stattfindet. Hat ja dies auch funktioniert, dann sehen wir uns spätestens da, das zu den Fahrzeugen. Technisch, was passiert denn technisch? Passiert da überhaupt was oder gibt es in den nächsten Jahren da gar keine Videos? Also da kann ich auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen, es wird einiges Technisches geben, denn unser Fahrzeug, das ist hier ja unser neues Fahrzeug, ist natürlich noch nicht für uns angepasst, ausgerüstet. Wir sehen uns mit Sicherheit das Thema Versorgung an, also Stromversorgung im Fahrzeug. Wir sehen uns das Thema auch 230 Volt Stromversorgung an und natürlich auch alle möglichen technischen Sachen. Wir werden Batterieüberwachung uns anschauen. Also es gibt so ein paar spannende Themen, denke ich. Und vor allen Dingen werden wir auch ein paar Lichter uns anschauen, was man so vielleicht noch machen könnte, was wir machen. Aber keine Osrams. Falls ihr wieder denkt, wir bringen schon wieder ein Osram-Video. Wir sind damit immer noch zufrieden. Die ja, sind absolut gut. Genial. Die sind auch hier schon wieder drin verbaut worden. Ja. Gleich am Wochenende gemacht. Aber vielleicht gibt es da noch ein Video, das wissen wir nicht. Aber es wird nicht primär unser Video sein. Da müsste Osram vielleicht noch einiges bringen, dass wir nochmal ein neues Video bringen. Oder die bauen wirklich so viel Kacke, dass die jetzt im Winter so schlecht waren, dass wir euch davon abraten würden. Glaube ich aber nicht, weil wir eigentlich sehr damit zufrieden sind. Das ist so Technik. Genau. Ja, also seid gespannt, es wird einiges Technisches geben. Ja, und dann wollen wir uns nochmal jetzt wieder angucken, wo reisen wir denn eigentlich hin? Was haben wir zumindest bis jetzt schon geplant? In der Hoffnung natürlich immer, dass es stattfinden kann. Aber das wird euch Marcel erzählen. Genau, es ist nur im Endeffekt eine ganz große Reise, die wir geplant haben. Und das hatten wir ja schon im letzten Jahresrückblick oder Vorschau gesagt, aber da konnten wir es nicht. Wir probieren es nochmal. 2022. Ein Van. Ein Teil integrierter, 4 Leute, 2 verschiedene Marken, Kompressor gegen Absorber, Diesel gegen Gasheizung, das war ein kleiner Spoiler, alle nach Norwegen. Wir wollen nach Norwegen, wir wollen bis hoch in die Lofoten und wir hoffen natürlich, wir werden wahrscheinlich die 8. Boosterimpfung dann intus haben, damit wir das machen können. Schauen wir auf mal. Jeden Fall, das ist der ganz große Plan. Unser Sommerurlaub soll nach Norwegen gehen. Mit dem Pepper, mit unserem Buggy wollen wir da hinfahren und wir hoffen, dass das funktioniert. Sonst haben wir eigentlich kaum Reisen geplant, die jetzt mit dem Van angehen. Wir haben zwar auch andere Reisen geplant, also wir wollen sogar noch mal ein zweites Mal nach Norwegen, aber dann mit dem Schiffchen.
Und da müssen wir einfach gucken, was kommt. Wir können nichts mehr sagen. Wie gesagt, wir haben gesagt, CMT Düsseldorf, das ist auch auf der großen Liste mit drauf. Und dann einfach mal spontan. Karawansalon. Ja, Karawansalon. Ich wollte gerade sagen, CSD wolltest du sagen. CSD. Genau. Ich wollte so gerne zur CMT und leider hat es abgesagt. Ja, ist so. Ne, das wollte ich einfach mal machen. Wir haben extra Urlaub genommen. Ja, ist halt. Geht halt nicht. So viel zum Thema Vorschau. So viel Thema Rückblick. Und jetzt gibt es gleich nur noch eins zu sagen. Wir wünschen euch ein frohes, besinnliches, gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise eurer Familie. Genau. Soweit es möglich ist, wie gesagt, genießt die Zeit, kommt runter, erholt euch gut. Wir sagen es auch auf Spanisch, Feliz Navidad. Und gleich fängt Bärbel an zu tanzen. Ja, ja. Merry Christmas. Damit haben wir dann auch die abgefrühstückt, die aus, vielleicht aus Holland uns zuschauen. Das wissen wir auch. Aus den Niederlanden, Entschuldigung. Oder aus Italien. Also auf Merry Christmas. Und ja, dann würden wir sagen, sehen wir uns schon bald wieder. Und zwar nach Weihnachten. Mit einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. In diesem Sinne, frohe Weihnachtszeit. Ciao, ciao. Tschüss.